1986. Sie alle wissen, dass das erste wichtige, richtige, ernsthafte Spiel in der Ära Beckenbauer, und sicherlich hoffen Sie genauso wie die Zuschauer hier im Stadion, dass damit, um ein beliebtes Wort aus der Politikersprache zu verwenden, nun auch die fußballerische Wende eintritt. Warten wir es ab. Da kommt das Bild sozusagen auf Stichwort von unserem Regisseur Paul Zander, in der Mitte Bundeskanzler Helmut Kohl, links Arbeitsminister Blüm, rechts der Präsident des Deutschen Fußballbundes Hermann Neuberger, und nun hoffen wir allmählich auch auf die Mannschaften, und ganz hinten können Sie sie jetzt noch ganz klein erkennen. Ich hoffe aber, dass Sie uns nachher hier ein großes Spiel. Optimale Bedingungen. Es war ein wunderschöner Herbsttag in Köln. Der Rasen gepflegt und hier angeführt von Schiedsrichter Robert Valentine aus Schottland. Die deutsche Fußballnationalmannschaft mit Kapitän Karl-Heinz Rummenigge, mit Schumacher, mit Briegel, Völler, Falkenmeier, mit Jakobs, Herget, dem Libero Karl-Heinz Förster, Bremel, Matthäus und Magath, so ganz am Bildrand. Hoffentlich hält er sich nicht bescheiden zurück, denn er soll ja das Spiel in die Hand kriegen, wie es so falsch heißt. Er soll der Regisseur der deutschen Mannschaft sein. Beide Teams im Übrigen in der nach Vorstellung ihrer Teamchefs besten Besetzung. Auch die Schweden hatten ja Verletzungssorgen, aber sowohl der Libero Hüsen ist dabei, als auch ihr langer Spielmacher Strömberg. Die bundesdeutschen WWchen bei Briegel, bei Rummenigge und auch bei Toni Schumacher ebenfalls behoben. Alle Spieler haben uns vorher bestätigt, wir sind topfit, wir wollen spielen und wir wollen ein gutes Spiel. Meine Damen und Herren, nun die Nationalhymnen durch das Musikkorps des Bundesgrenzschutzkommandos Nord. Zunächst die schwedische Hymne. Gelesen, dass die deutschen Spieler nun aufgefordert wurden, mitzusingen. Hier die Aufstellung, die deutsche Mannschaft zunächst mit Schumacher im Tor. Ich nenne ihn nur die Nummerierung, denn zu den Positionen wird man im Spiel mehr zu sagen haben. Nummer 2 Bremen, Kaiserslautern, Nummer 3 Briegel, Hellas, Verona, Nummer 4 Karl-Heinz Förster, VfB Stuttgart, Nummer 5 Herget, Bayer Uerdingen, Nummer 6 Jakobs, HSV, 7 Falkenmeier, Eintracht Frankfurt, 8 Matthäus, Bayern München, 9 Völler, Werder Bremen, 10 Magath, HSV und 11 Karl-Heinz Rummenigge.
Inter Mailand. Die Schweden mit Ravelli im Tor, Erlandsson, Hussein, Dahlqvist, Fredriksson, Holmgren, Strömberg, Eriksson, Gren, Corneliusson und noch einmal Holmgren, das ist Tommy mit der Nummer 11, wegen Torch, Holmgren, die Nummer 6 hat. Die Kapitäne, Karl-Heinz Rummenigge für Deutschland und Erlandsson, der Verteidiger aus Malmö für die Schweden. Die Schweden ganz in Blau. Die deutsche Nationalmannschaft im traditionellen weißen Jersey, schwarzer Hut. Das ist Robert Valentine aus Schottland, der Mann, der vielleicht das miserabelste Spiel überhaupt einer deutschen Fußballnationalmannschaft geleitet hat bei der Weltmeisterschaft Deutschland-Österreich. Hoffen wir, dass es heute von der Leistung beider Teams auf dem Rasen heute genau umgekehrt wird. Oh, zwei Ehrenspielführer, rechts Fritz Walter, links Uwe Seeler und das Spiel ist freigegeben. Zuerst seine Beklemmung ab. Für die Schweden geht es ja um ähnlich viel. Sie haben bereits zu Hause gegen Portugal das Qualifikationsspiel mit 0:1 verloren, gegen Malta 4:0 gewonnen. Für die Deutschen, wie gesagt, der Start in diese WM-Qualifikation. Es war Strömberg, der da gefoult wurde. Dahlqvist, der längste Mann mit 1,88. Und Torhüter Harry. Rechts der schwedische Teamchef Lars Arnesen. War früher jahrelang Assistent, bis er 1980 selber verantwortlich für die schwedische Nationalmannschaft. Geht. Riskant von Bremen. Das ist Tord Holmgren. Matthäus. Erster Eckball für Deutschland. Felix Magath wird treten.
Bergit, unser Libero. Matthäus, gefault von Hüssen. Schuss. Ein Meter fehlte da. Hier sehen Sie es nochmal. Das ist ja die Devise, die Franz Beckenbauer ausgegeben hat. Offensiv, Mut zum Risiko, Schießen aus allen Lagen. Einwurf für Karl-Heinz Förster. Denkste. Brehme wirft ein. Hergett. Füßen geht da ganz schön zur Sache. Freistoß für Rummenigge. Für Deutschland. Völler gegen Hüssen. Falkenmeier, Briegel. War schwer zu nehmen für Völler. Aber immerhin zweiter Eckball für Deutschland. Wieder von Magath getreten. Brehme mal auf der linken Seite. Ravelli. Er war lange Zeit verletzt, hatte eine Hüftprellung, macht überhaupt jetzt erst wieder sein zweites Spiel. Bei den letzten beiden Länderspielen musste ihn Jung vertreten, der jetzt wieder der Reservekeeper ist. Gegen Strömberg. Eriksson. Erlandsson, der Kapitän. Das ist Todd Holmgren. Corneliusson. Hat sich da schon mit Händen und Füßen durchgesetzt. Spiel läuft aber weiter. Matthäus. Dritter Eckball für Deutschland in den ersten 8,5 Minuten. Diesmal tritt Falkenmeier, auch ein Linksfüßler.
Breme. Riegel, Falkenmeier, Magath. Einwurf für Schweden. Fast alle Einwürfe, achten Sie mal drauf, macht dieser Spieler Eriksson. Er wirft unheimlich weit. Bremen. Das hätte genau gepasst für Rummenigge. Matthäus! Man merkt das Bemühen der deutschen Mannschaft, schnell zu spielen. Schön von Breme. Und auch die Devise, flach zu spielen gegen die langen Kerls in der schwedischen Abwehr. Ohne Frage, in den ersten 12 Minuten hat die deutsche Mannschaft mehr vom Spiel. Es steht 0:0. Die beiden schwedischen Spitzen werden Mann genommen. Jakobs deckt den jungen Mats Green und Förster spielt gegen seinen früheren Clubkameraden Corneliusson, der jetzt der Clubkamerad von Hans Müller bei Como in Norditalien ist. Völler gegen Dahlqvist. Längst gepfiffen. Eckball Nummer 4. Auch auf der anderen Seite ist das so. Dahlqvist gegen Völler, Hüsen gegen diesen Spieler, gegen Karl-Heinz Rummenigge. Lothar Matthäus. Riegel mit vorne, Förster mit vorne, Jakobs mit vorne. Das hatte sogar Hand und Fuß, Matthäus. Hier sehen Sie es nochmal. Erlandsson, Strömberg, von Matthäus jetzt des Öfteren abgeschirmt, noch nicht ins Spiel gekommen.
Riegel. Falkenmeier. Schubster Eckball. Wieder geht Matthäus raus, um den Eckstoß zu treten. Abermals unsere langen Männer mit vorne. Sie sehen ja im Vordergrund mit der 3 Briegel, auch Förster und Jakobs. Eliusson. Und das ist Eriksson. Leicht ins Pass von Falkenmeier. Strömberg. Todd Holmgren. Erlandsson. Karl-Heinz Rummenigge, unsere beiden Italiener im Duett. Jetzt Falkenmeier. Schön geschlagen. Der Ravelli hält den Ball aufreizend lange. Eigentlich der Mats Green mehr selber ausgetrickst. Der neue Star der Schweden, nicht verwandt mit dem berühmten Fußballprofessor Gunnar Green. Aber Achtung jetzt. Nee, so nicht. Sehr fleißig, geht weite Wege. Tja, der Ravelli hat alle Hände voll zu tun und sein Gegenüber, Toni Schumacher, beim Heimspiel in Köln bisher ohne Ballkontakt. Strömberg. Das ist Hüseyin, er spielt jetzt für PSV Eindhoven, in den Niederlanden also, in der Ehrendivision. Und Briegel, unsere 3, Hellas Verona, Spitzenreiter der Lega Nationale in Italien. Nicht zuletzt dank Briegel, aber jetzt Völler. Bremen.
Der Ball sprang ein bisschen blöd, deswegen sah Briegel etwas unglücklich aus, aber er macht das wieder gut. Das war Erlandsson, der Völler dazu fand. Spiel ist aber bisher durchaus anständig, nach 20 Minuten 0:0. Falkenmeier tritt diesen Freistoß, Torentfernung 35 Meter. Matthäus, Brehme. Die deutsche Hintermannschaft macht im Moment einen guten, einen sicheren Eindruck. Zum ersten Mal spielt sie ja mit zwei Vorstoppern alter Prägung als Innenverteidiger gegen die beiden Spitzen der Schweden. Übrigens haben das die Italiener vor drei Wochen mit Bjerkovot und Kolovati genauso gemacht und auch genauso erfolgreich. Das ist Fredriksson, früherer schwedischer Slalom-Sieger. Als 16-Jähriger hat er Ingemar Stenmark im Innenraum. Kommen über Kanal 2. Nee, das war allzu durchsichtig von Völler. Der erste Fehlpass, der erste krasse Fehlpass von Völler, und schon ruft hier der harte Kern der Kölner Fans Alofs nach Klaus Alofs, dem derzeitigen Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga. Corneliusson lässt sich da fallen, das war überhaupt nichts, und Schiedsrichter Valentine winkt auch ganz locker weiterspielen. Schweden wollen das Tempo rausnehmen aus dem Spiel. Scheint ihnen in den letzten beiden Minuten auch ein bisschen gelungen zu sein. Wieder Kapitän Erlandsson. Strömberg. Todd Holmgren. Corneliusson. Weit mit zurück.
Gesicht getroffen wurde Thor Holmgren. Das hat sicher wehgetan. Spiel läuft weiter. Völler. Bremel. Von Völler an Strömberg, den langen Mann von Atalanta Bergamo, vor einem Jahr noch bei Benfica Lissabon. Der Kapitän lässt sich da viel Zeit beim Freistoß. Karl-Heinz Rummenigge. Völler. Briegel. Ja, der hat Mut, sofort abzuziehen. Mit neuem Selbstbewusstsein aus Italien. Wieder zurück in die Nationalmannschaft. Man hatte ihn ja schon abgeschrieben, er sei ausgebrannt. Auch Beckenbauer hat sich ja damals doch eigentlich schon etwas abwertend geäußert. Aber er war dann auch konsequent genug, bei der guten Form des früheren Lauterers Briegel zurückzuholen. Falkenmeier. Ja, der Erlandsson geht ganz schön zur Sache. Das hat Völler wehgetan. Zum ersten Mal muss Schiedsrichter Valentine aus Schottland energisch werden. Zählen Sie mal, wie lang der Ravelli sich Zeit lässt. Corneliusson. Von Hergit. Matthäus. Bei den Schweden deutet sich die erste Auswechslung an. Sie werden dann wahrscheinlich Wiedersehen feiern mit einem alten Bekannten, mit Hasse Borg, der 6 Jahre bei Eintracht Braunschweig spielte, aber noch ist es nicht soweit. Augenblick sind 30 Minuten vorbei. Noch ist kein Tor gefallen.
im Kölner Stadion vor mehr als 61.000 Zuschauern. Briegel. Sechster Eckstoß. Also nach Ecken steht 6:0, meine Damen und Herren. Aber wie gesagt, nach Treffern 0:0. Ralf Falkenmaier hat mir bisher gut gefallen, der junge Frankfurter. Briegels Kopfball. Hier sehen Sie es nochmal. Das war erst Förster und dann Briegel. Und Ravelli reklamierte da Abseitsposition, deutete auf den Linienrichter. Schweden wollen auswechseln, der Linienrichter zeigt es an, aber das Spiel läuft weiter. Rummenigge. Noch ein Eckball. Da kommt also jetzt Hasseborg. Und es geht der Kapitän Erlandsson. Er ist eigentlich bisher nur durch Fouls aufgefallen. Der 61-malige Nationalspieler. Und nun also der frühere Braunschweiger Borg. Er spielt jetzt für Malmö FF. Spiel ist neu ins Spiel gekommen mit der Nummer 10. Oh, der Corneliusson hat jetzt viel Platz. Aber es hat ihm nichts genutzt. Karl-Heinz Rummenigge. Förster. Abschluss. Solide Leistung, wie gewohnt von Karl-Heinz Förster. Hier die Wiederholung. Strömberg. Schöner Ball von Borg. Eriksson. Strömberg. Nochmal Eriksson, ein gelernter Stürmer. Freistoß für Deutschland.
Ja, die Schweden haben ihr erstes Zwischenziel erreicht. Das lautete, möglichst ein frühes Führungstor der deutschen Mannschaft zu vermeiden. Möglich war es ja. Die deutsche Mannschaft hatte mehr vom Spiel in den ersten 35 Minuten. Nicht nur wegen der 7 Eckbälle. Aber das große Spiel ist es leider bisher noch nicht. An den Ball. Die Schweden haben eine Reihe gefährlicher Kopfballspezialisten. Hier sehen Sie noch mal den Freistoß von Eriksson. Und das war Hüseyin, der mit nach vorne gegangen war. Die erste Prüfung für Schumacher nach 37 Minuten. Und der erste Eckball für Schweden. Gottlob vorher abgepfiffen, weil der sich mit den Händen freigeschaufelt hatte. Vielleicht sehen wir das nochmal. Es war wohl Dahlqvist, denn sonst hätte es hier einen lupenreinen Handelfmeter gegeben beim Handspiel von Falkenmeier. Ja, Dahlqvist, der sich da regelwidrig eingesetzt hatte. Der Schuss kam wohlgemerkt von Sturm. Cornelius. Früher Stuttgart, jetzt Como. Tommy Holmgren. Raffiniert gemacht von Corneliusson. Und da war Fredriksson mit durchgezogen. Der Fünfer. Einer von 6 Spielern, die entweder jetzt noch beim Meister Göteborg spielen oder da spielten. Blockbildung bei den Schweden. Und zweiter Eckstoß. Tord Holmgren. Vielleicht hören Sie es über unsere Außenmikrofone. Zum ersten Mal zaghafte Sverige, Schweden-Rufe. Das berühmt-berüchtigte Heja, Heja, das Staccato von 1958 vom WM-Halbfinale aus Göteborg, das scheint es nicht mehr zu geben. Es gab es auch nicht beim WM-Qualifikationsspiel in Göteborg gegen Portugal. Jetzt ein bisschen weiter raus, stören früher und dadurch entwickelt sich das deutsche Spiel nicht mehr so gut wie in der Anfangsphase. Einzelaktionen, aber keine zwingenden Kombinationen. Immerhin Freistoß nach diesem Foul an Matthäus. Torentfernung gut 30 Meter. Bremen. Und Ravelli.
Mats Green, von ihm haben wir noch nicht viel gesehen. Er macht heute sein zweites Länderspiel. Falkenmeier. Auf Völler. Aber Hüseyin passt auf. Er spielt keinen lupenreinen Libero. Die Schweden haben eine Vierer-Abwehrkette. In Eindhoven spielt er gelegentlich Libero, der Fußballer Schwedens des Jahres 1903. Ganz klar erkennbar die Taktik der Schweden, Spiel zu verlangsamen, das 0:0 in die Pause zu nehmen. Schade, es gab so gute Ansätze im deutschen Spiel zu Beginn, direkt zu spielen, Schusschancen konsequent zu nutzen. Wo bleibt unser Mittelfeld? Die Frage stelle ich insbesondere in Richtung Felix Magath. Matthäus hat sich bemüht, Falkenmeier, der Stärkste. Karl-Heinz Rummenigge. Bremen. Matthäus. Riegel. Spiel läuft weiter. Corneliusson. Foul von Bremen. Der Lautere entschuldigt sich jetzt bei seinem früheren Bundesliga-Gegner. Lars Arnesen, schwedische Teammanager. Kann er zufrieden sein? Vom Ergebnis ja, es steht 0:0 und noch 1,5 Minuten bis zur Pause. Und die erste gelbe Karte in diesem Spiel gegen den 27-jährigen Göteborger. Freistoß für Falkenmeier. Noch 15 Sekunden bis zur Pause. Jetzt noch ein Türchen. Minuten sind vorbei. 0:0 zwischen Deutschland und Schweden. Und das ist der Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Robert Valentine aus Schottland, der gut geleitet hat bisher, der es nicht allzu schwer hatte. Er hat da, wo man über die Stränge schlug, dann auch entschlossen gelb gezückt. Sicher, wenn Erlandsson vorher nicht vom Platz gegangen wäre, für ihn kam ja Hasseborg, wäre er auch ein Kandidat für die gelbe Karte gewesen, aber insgesamt ein anständiges Spiel, aber leider, leider, meine Damen und Herren, keine hochklassige Partie.
Die Frage, was wird Franz Beckenbauer machen? Er hat Alternativen mit Klaus Allofs im Sturm, mit dem Mönchengladbacher Uwe Rahn, für den sich ja Horst Köppel so stark gemacht hat. Das sind Überlegungen, die Sie sicherlich jetzt zur Pause auch anstellen. Wir melden uns gleich wieder. Ich gebe jetzt aber zunächst einmal ab an meinen Kollegen Wilfried Luckenberg. Ich bin sicher, das geht mit etwas gutem Willen und danke Ihnen dafür. Und wir bedanken uns auch bei Franz Lambert. Er steht für Sie an der Fernsehaugen mit einer Abschlussübertragung. So, da kommt auch die deutsche Mannschaft wieder aufs Feld. Mit Jakobs und Völler. Völler nicht nur wegen des Eindrucks jetzt aus diesem Zusammenschnitt, der natürlich täuscht, war sicherlich der aktivste, der agilste Stürmer. Und deswegen war es sicher richtig von Franz Beckenbauer, dass er den Bremer, der ja zuletzt Ladehemmung hatte und auch hinter seiner Form herlief, dabei beließ. Hier der Altbundestrainer Helmut Schön. Viel Prominenz im Kölner Stadion. Karl-Heinz Rummenigge mit guten Ansätzen, mit neuem Selbstvertrauen, mit neuem Wollen, aber auch eher noch ohne Glück. Unsere Mannschaft unverändert. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze wieder ein. Bei den Schweden gab es ja schon einen Tausch im ersten Durchgang. Erlandsson, der Kapitän, ging und für ihn kam Hasse Bock. Die zweiten 45 Minuten laufen. 0:0. Sicher wird man über Austauschmöglichkeiten nachgedacht haben. Aber ich hielte das auch jetzt noch zu früh. Man wird sicher noch mal sehen, wie sich das Spiel in der ersten Viertelstunde der zweiten Hälfte entwickelt. Unsere Spitzen werden eng und hart genommen. Magath. Strömberg. Strömberg rennt da Matthäus regelrecht über den Haufen, aber alles halb so schlimm. Freistoß gleichwohl für die deutsche Mannschaft. Rummenigge. Tommy Holmgren. Abseitsposition von Karl-Heinz Rummenigge.
Favelli, der gut gehalten hat im ersten Durchgang. Jetzt werden die zunächst zaghaften Rufe nach Klaus Allofs lauter. Spätestens jetzt hat der Ernst des Lebens für Sonny Boy Franz Beckenbauer begonnen. Er selbst hat das ja gesagt, mit diesem Spiel ist meine Schonfrist vorbei. Kalle Rummenigge. Karl-Heinz Förster. Da ist Klaus Allofs. Ich wiederhole mich nochmal, es ist sicher jetzt ganz wichtig, den richtigen Zeitpunkt für eine mögliche Auswechslung herauszufinden. Zu früh ist möglicherweise auch verkehrt. Noch zu spielen 40 Minuten in Köln, 0:0 zwischen Deutschland und Schweden. Breme. Holmgren, Strömberg und Hasseborn. Die Schweden jetzt sicherer, mit mehr Selbstvertrauen. Ohnehin eine geschlossene Mannschaft, sicherlich keine überragende. Bilder, die man nicht kommentieren muss. Das ist Klaus Allofs. Er hat in der Bundesliga 8 Tore geschossen und führt damit vor seinem kleinen Bruder Thomas. Tommy Holmgren. Guter Techniker, gefoult von Breme. Der Lautere sieht auch gelb. Eben wurde Tord Holmgren für die Schweden verwarnt. Und nach dem Foul an seinem Bruder Tommy sieht nun auch Andreas Breme die gelbe Karte.
Mats Green. Fredriksson. Tord Holmgren. Magat Müzig. Foul von Borg an Driegel. Und Verwarnung für den Schweden. Das ist Hasse Borg. Macht jetzt viel Geld, wie man liest, in der Computerbranche. Denn vom Fußball allein leben die Schweden schlecht, deswegen gehen so viele ins Ausland. Bremen, schön gemacht. Ja, der hier stürmisch geforderte Alofs ist noch bei den Dehnübungen, die sicherlich auch wichtig sind, bevor er ins Spiel eingreifen kann. Völler. Matthäus. Versucht Quinnig. Schuss mit der Fee. Hier sehen Sie es nochmal. Der Matthäus kann ja schießen. Zuschauer zu Hause, überlegen Sie mal mit, wen soll Franz Beckenbauer rausnehmen? Einen krassen Ausfall hat die deutsche Mannschaft nicht. Aber sie ließ nach starkem Beginn dann doch nach. Sofort stehen wieder drei Schweden bei. So, Klaus Alofs, der Kölner, ist bereit. Ja, der Jubel gilt Alofs, den Sie nun am Spielfeldrand noch nicht sehen können. Bei der deutschen Mannschaft. Den Jüngsten erwischt es und hören Sie mal, was das Publikum darüber denkt. Ralf Falkenmeier wird runtergeholt, der junge Frankfurter. Vielleicht hat er ein bisschen nachgelassen, aber er hat am Anfang versucht, wie kaum ein zweiter im Mittelfeld, dem Spiel Impulse zu geben.
Sicher hätte Beckenbauer auch Magath austauschen können, aber kann er das, wenn er von ihm für die nächsten Spiele die Regieübernahme erwartet? Hier sehen Sie Falkenmeier. Und Eckball für Deutschland. Der achte. Gespielt. Die Einwechslung von Klaus Allofs hat das Publikum noch mal munter gemacht. Hoffentlich auch die deutsche Mannschaft. 0:0 steht es nach 60 Minuten. Und die Schweden greifen immer früher an. So wie Göteborg das mal meisterhaft machte in dem Jahr, als sie gegen den HSV UEFA Cup-Sieger wohl. Völler. Völler fordert einen Eckstoß. Ich bin mir da auch nicht so sicher. Der lange Dahlqvist. Hier sehen Sie noch mal die Szene. Mal sehen, wer recht hat. Ja, der Schwede hat zuletzt den Ball berührt. Aber es gibt Abstoß. Thomas Ravelli. Gefault von Tord Holmgren. Das ist in mehrfacher Hinsicht jetzt ein schweres Spiel für Felix Magath, der zurückgekommen ist in die deutsche Nationalmannschaft, nachdem Franz Beckenbauer Teamchef geworden war. Freistoß. Klaus Allofs. Briegel an den Pfosten. Jetzt haben sie Pech. Hier sehen Sie es nochmal, wie hoch der Briegel steigt. Schulmäßiger Kopfstoß. Das wäre unhaltbar gewesen. Keine Frage, liebe Zuschauer, dass eine Führung der deutschen Mannschaft zu diesem Zeitpunkt verdient wäre. Aber es steht nach 63 Minuten immer noch 0:0. Die Schweden werden jetzt wie zu Beginn der ersten Spielhälfte wieder stärker in die Defensive gedrängt. Brehme. Völler. Wieder Brehme. Schöne lange Flanke. Förster ausgerutscht, jetzt kann es gefährlich werden. Ja, das Pech von Cornelius und ist das Glück der Deutschen. Rummenigge gegen Hasse Borg. War hier
jetzt kommt Musik ins Spiel. Klar, dass der Ravelli sofort wieder die Luft und das Tempo rauszunehmen versucht. Hier sehen Sie die Wiederholung. Rummenigge. Wieder eine Riesenchance nach der Flanke von Breme. Völler den Ball erwischt hätte. Hergit. Strömberg. Ich kenne keinen so langen Spieler, der so eine gute Technik hat. Dahlqvist, bei ihm ist es umgekehrt. Auch so lang, aber technisch längst nicht so gut. Und gefährlich! Mats Green war das. Der Mann, der aus der dritten Division kam, in diesem Jahr erst erstklassig ist und gleich in die Ländermannschaft kam. Karl-Heinz Förster, Sie sehen, es hat sich offensichtlich bei dem Abwehrversuch gegen Green verletzt. Hoffentlich sehen das seine Mannschaftskameraden vorne. Der Ball muss ins Aus, denn er scheint eine Kopfverletzung zu haben. So, nun ist das Spiel unterbrochen. Ich hoffe, die Betreuer können auf den Platz. Zumacher ruft ganz ungeduldig. Sie sehen es noch nicht im Bild. Karl-Heinz Förster ganz offensichtlich doch ziemlich benommen. Hier sehen Sie die Wiederholung der Szene, die zur Verletzung von Förster führte. Ja, da prallt Mats Green mit dem Stuttgarter noch zusammen. Aber unterdessen geht das Spiel jetzt weiter mit Freistoß für Deutschland. Torentfernung gut 20 Meter. Hergetz-Schuss. Hat gar nicht viel gefehlt. Die Schweden tauschen zum zweiten Mal. Corneliusson geht und es kommt Holmqvist. Holmqvist von Fortuna Düsseldorf. Karl-Heinz Förster mit der 4 wieder im Spiel. Die schwedische Nationalmannschaft hat noch einmal ausgewechselt, ausgeschieden ist mit der Nummer 10, dann Corneliusson.
Spiel ist neu ins Spiel gekommen mit der Nummer 15, Hans Holmquist. Ja, dieses Tor hätten sicherlich nicht nur die Kölner Zuschauer Klaus Allofs gegönnt. Schräger Schusswinkel, aber auch hier war es knapp. Noch gut 20 Minuten zu spielen. 0:0 zwischen Deutschland und Schweden. Und hoffentlich werden die letzten 20 gute Minuten. Ein Tor muss her. Immer wieder versuchen die Deutschen hoch mit hohen Bällen in den gegnerischen Strafraum zu kommen, aber da stehen die langen Kerls. Das war auch anders abgesprochen im deutschen Team. Man wollte flach spielen. Nicht gleich um hoch zu gewinnen, aber um besser sich durchzusetzen. Strömberg, Mats Green. Ein spielender Mittelstürmer. Immer wieder Strömberg, jetzt ist Matthäus bei ihm. Schumacher. Tommy Holmgren. Und wieder Strömberg. Offensichtlich geht es ihm wieder gut. Na, da hat es eine kleine Hakelei gegen Allofs gegeben. Herget. Matthäus. Schweden stören früh. Deswegen hat es Herget, der einige sehr gute Pässe geschlagen hat in diesem Spiel, schwer, weit nach vorne zu spielen. Völler. Magath. Die Schweden stehen da in einer Linie. Es ist unheimlich schwer durchzukommen. Und das Spiel wird immer härter. Hüsen entschuldigt sich da bei Karl-Heinz Förster. Freistoß für Klaus Allofs aus 35 Metern. Hoch ist fast nichts zu machen gegen Hüsen, Dahlqvist und Co. Das hat der Hans Holmquist. Hier haben Sie im Bild vielleicht eine halbe Sekunde zu spät realisiert. Hier kommt Uwe Rahn, der Mönchengladbacher, bei ihm Horst Köppel, der sich so für ihn stark gemacht hat.
nach seinem glanzvollen letzten Meisterschaftsspiel gegen Eintracht Braunschweig. Also da sage keiner, es würde nicht alles riskiert im deutschen Teammanagement, noch eine gute Viertelstunde zu spielen. Uwe Rahn wartet auf sein erstes Länderspiel und Felix Magath wird ausgetauscht. Das ist eine konsequente Entscheidung, die manch einer vielleicht früher erwartet haben mag. So ist sie für Magath sicherlich eher zu tragen. Uwe Rahn, 22 Jahre, kommt zu seinem ersten Länderspiel. Und jetzt macht er das Tor! Ich werde wahnsinnig, das ist ja unglaublich! Erster Ballkontakt! Und da schießt er das Tor, Uwe Rahn! Hier sehen Sie den Pass des anderen Auswechselspielers, Alofs. Ravelli hat keine Chance. Ein Billardtor. Was mag jetzt in Franz Beckenbauer vorgehen? Mensch, war das schön. Ein herrlicher Pass in den freien Raum. Der Spieler mit der Nummer 14, Uwe Rahn. So spielen noch 14 Minuten im Kölner Stadion. Deutschland führt durch Uwe Rahns Tor mit 1:0. Ein traumhafter Einstand im Nationalmannschaftstrikot. Ein glückliches Händchen beim Auswechseln. Der erste Auswechselspieler, Klaus Alofs, schlägt den Pass. Der zweite Auswechselspieler, wie gesagt, bei der ersten Ballberührung Uwe Rahn, macht das Tor. Felix Magath. Er war nicht der Glücklichste heute. Jetzt müssen die Schweden kommen. Jetzt müssen sie ihre verstärkte Abwehr entlösen. Und das eröffnet neue Chancen. Bremen. Bundeskanzler freut sich. Wer freut sich nicht in diesem Moment? Neunter Eckstoß für Deutschland. Klaus Alofs tritt ihn. Sehen Sie noch mal die Szene. Eckball Alofs. Rummeniges Schuss. Und auf der Linie steht Hüsen vermutlich.
Sie haben da eben Helmut Schön gesehen. Guter Einfall der Regie. Klaus Allofs. Helmut Schön riskierte, ja, wann war das denn? 1965, den Einsatz des Debütanten Beckenbauer beim wichtigen Qualifikationsspiel in Schweden. Es gab dann ein tolles Tor von Uwe Seeler und die Qualifikation für Deutschland beim 2:1. Auch heute hat der verantwortliche Mann für die Nationalmannschaft Fortune beim Einsatz seiner Leute. Da ist er, Uwe Rahn. Also haben sie links Uwe Seeler, neben ihm Fritz Walter. Der hat andere Erinnerungen an Schweden. 58, das 1:3 im Halbfinale, als Juskowiak vom Platz floh. Aber bleiben wir lieber bei diesem Spiel. Weiter Einwurf von Eriksson. Gut gedacht. Strömberg mit einem Riesenpensum, obwohl er der ganz große Regisseur in diesem Spiel für sein Team auch nicht werden konnte. Allofs. Sehr fleißig. Unser Goldjüngchen, Uwe Rahn. Der Linienrichter signalisiert gestrecktes Bein, sonst hätte es nämlich Eckstoß geben müssen für Deutschland. Wieso es dann Abstoß gibt, verstehe einander. Gemacht, der Völler ist bissig, fleißig, wenn ihm auch der Torerfolg bisher versagt blieb. Hüsen.
Köller. Innen lauert Rummenigge und Rahn. Ja, der hat den Mut, sofort zu knallen. Und er hat, Sie sehen es im Moment nicht, Hüssen getroffen, der am Boden liegt. Scheint schon wieder zu gehen. Einer der besten schwedischen Team, ohne Frage. Rummenigge. Köller. Hier sehen Sie die Szene nochmal. Alofs mit letztem Einsatz nach dieser Völlerflanke. Noch knapp 5 Minuten, meine Damen und Herren, im Kölner Stadion. 1:0 für Deutschland gegen Schweden seit der 75. Minute, seit dieser Glücksminute, als Uwe Rahn gerade eingewechselt, das bisher einzige und vielleicht goldene Tor dieses ersten Weltmeisterschaftsqualifikationsspiels erzielte. Ravelli, verwarnt von Schiedsrichter Valentine. Köller. Großer Einsatz, jetzt Brehme, Rummenigge und Ravelli. Noch 3 Minuten. In der Kurve fordert man schon die Ehrenrunde. Wie ist das Spiel zu bewerten im Vergleich zu Düsseldorf? Die Abwehr sicherlich besser, obwohl vielleicht weniger gefordert als gegen die leichtfüßigen Argentinos. Aber die Abwehr muss noch aufpassen, denn die Schweden geben sich hier noch nicht geschlagen. Im Mittelfeld haben wir weiter Probleme. Falkenmeier begann gut. Ist vielleicht der begabteste, Matthäus mit großem Pensum, Magath mit Fragezeichen. Seine Auswechslung völlig in Ordnung. Karl-Heinz Rummenigge. Im Angriff ebenfalls verbesserte Situation, aber vielleicht noch zu wenig Schusschancen. Jetzt aber Tor! Völlig überraschend zieht er ab. Und das ist die endgültige Entscheidung. Wieder kam der Ball von Alofs. Rummenigge. Tor für Deutschland. Neuer Spielstand 2:0. So geschehen Torschütze war mit der Nummer in der 89. Spielminute. Rummenigge. Und nun baut sich wieder
eine Riesenschar von Fotografen vor den beiden Trainerstühlchen am Spielfeldrand auf. Franz Beckenbauer und Horst Köppel, wir sollten letzteren auch erwähnen, der viel für diese Mannschaft getan hat und der dennoch ein optimaler zweiter Mann ist, hinter Franz Beckenbauer, dem sicherlich das große Verdienst zukommt. Das große Verdienst im psychologischen Bereich, eine Wende zum Positiven in der Mannschaft herbeigeführt zu haben, aber auch im Umfeld der Mannschaft, bis hin zu den Medien. Und sicherlich hat das alles eine Rolle gespielt bei diesem Erfolg, der jetzt vielleicht noch größer wird. Alops! Außennetz. Ganz spitzer Winkel an Ravelli vorbei. Minuten, meine Damen und Herren, sind vorüber. Es gab einige kleine verletzungsbedingte Unterbrechungen. Deswegen lässt Schiedsrichter Robert Valentine aus Schottland, der ein ausgezeichneter Unparteiischer war, hier noch ein paar Sekunden nachspielen. Am deutschen Erfolg besteht nunmehr kein Zweifel mehr. Nach den Toren von Uwe Rahn in der 75. und Rummenigge sahen wir vielleicht besser in der 88. Minute. Er ist auch verdient. Er war lange Zeit fraglich, weil die Deutschen das Tor nicht trafen, das sie viel früher hätten erzielen können. Sicherlich ist hier noch nicht alles Gold, was glänzt im deutschen Team. Aber es ist ein neuer Anfang gemacht, der uns alle hoffen lässt. Und in diesem Augenblick pfeift Schiedsrichter Robert Valentine das erste Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel unter der Regie von Franz Beckenbauer. Gelassen, der Teamchef. Wir wünschen Ihnen einen guten Heimweg. Jubel.